Gedanken zum Thema Weisheit. Weisheit ist die Fähigkeit, von einem übergeordneten Standpunkt etwas zu sehen. Weisheit ist Gelassenheit in Verbindung mit Liebe, eine gewisse Abgeklärtheit, eine gewisse Lebenserfahrung, all das gehört zur Weisheit dazu. Weisheit ist etwas, was im Laufe des Lebens kommt. Man würde nie sagen, dass ein 18-Jähriger ein weiser Mensch ist. Und wenn man das sagt, dann meint man das eher, ja, er ist vielleicht schon klüger über seine Zeit hinaus, hat so einiges verstanden. Aber ein wirklich weiser Mensch, der muss schon ein gewisses Alter haben. 40 ist vermutlich die Untergrenze. Normalerweise ab 60, 70 kann jemand Weisheit bekommen. Weisheit. Der Begriff Weisheit kommt auch vom Lateinischen her, da wird manchmal von der Sapientia gesprochen, was aber auch die Klugheit beinhaltet. Aber der deutsche Ausdruck Weisheit, im Englischen Wisdom, da ist mehr dahinter. Das ist nicht nur Klugheit. Klugheit ist auch eine, kann man sagen, ist Intelligenz. Klugheit ist die auch Schlauheit, Schleue. Weisheit ist mehr. Weisheit heißt, man hat einiges erkannt in seinem Leben. Man hat einiges verstanden in seinem Leben. Man ist in der Lage, vom Alltag etwas herauszugehen und man versteht die Welt. Auch wie es heißt, alles verstehen heißt alles verzeihen. Zur Weisheit gehört ein Verständnis, ein Verstehen, ein Erkennen. Zur Weisheit gehört aber auch eine Gelassenheit. Weisheit bedeutet, man hat einiges im Leben verstanden. Ein bewusst gelebtes Leben führt zu mehr Weisheit. Ein Leben, wo man ja, sich von hohen Idealen hat tragen lassen, führt zur Weisheit. Ein Leben, wo man sich hat berühren lassen und dann anschließend in die Ruhe gegangen ist, führt zur Weisheit. Nicht jeder alte Mensch ist weise und nicht jeder kluge Mensch wird weise. Aber ein Mensch, der Lebenserfahrung hat, ein Mensch, der bereit war zu lernen, ein Mensch, der Ideale hat, ein Mensch, der Verstehen geübt hat, Verzeihen geübt hat, der hat eine hohe Weisheit. Jetzt überlege für dich, was sind für dich weise Menschen? Wer ist für dich ein weiser Mensch? Und warum ist er für dich ein weiser Mensch? Dann kannst du auch überlegen, willst du auch ein weiser Mensch werden? Und was könntest du machen, um in Weisheit zu wachsen? Aber es ist durchaus gut, sich Ideale zu suchen von weisen Menschen. Nicht nur, gut, ich nehme jetzt nicht an, du gehörst dazu, aber heute werden oft die Sportler verehrt, es werden die Popstars verehrt, vielleicht sogar die Topmodels verehrt, die Showmoderatoren. Das sind so, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Gut, manchmal auch die Adligen und die Könige. Aber selten sind das wirklich weise Menschen. Wer aber steht für dich? Für Weisheit. Wenn man selbst sich über einige Menschen vergegenwärtigt, die weise Menschen sind, ja, das hilft einem, um selbst in seinen Idealen zu wachsen. Für mich natürlich sind die großen Yogameister auch Menschen der Weisheit. Zum Beispiel Swami Shivananda, in dessen Tradition ich lebe, lehre, spirituell praktiziere. Der ist für mich der Inbegriff der Weisheit. Er hat diese unendliche Liebe, er hat dieses unendliche Verständnis und er hat dieses Engagement und er hat diese Gemütsruhe entwickelt. Daher ist er für mich ein weiser Mensch. Oder ich kannte einen Swami Nityananda, einen Swami Chidananda. Diese Menschen kannte ich persönlich. Die sind in ihren 90ern gestorben. Also von, das ist gar nicht mal so lange her, noch nach dem Jahr 2000 haben sie weiter gelebt. Ausdruck von Weisheit für mich. Und ich kenne noch einige mehr Menschen. In diesem Sinne ist es gut, sich bewusst zu machen, wer sind für mich Menschen von Weisheit? Und was kann ich tun, um in Weisheit zu wachsen? Ja, mehr Gedanken zur Weisheit findest du auch auf unseren Internetseiten auf www.yoga-vidya.de. Dies war ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Mein Name ist Sukadev Bretz, ich bin Autor, Sprecher dieser
Hörsendungsreihe dieser Vortragsreihe zum Thema Tugenden www.yoga-vidya.de